Richtig, brauche ich jetzt Bogen machen. Du machst mir nämlich jetzt auch mal genau einen neuen Bögen. Willst du mich jetzt veralbern? Dann bin ich echt veralbern, oder? Das heißt, ich brauche dich doch da oben. Es gibt einen Wegweiser direkt zum Holz. Also geh und hol Holz. Das muss ich bald doch wohl einen Holzfäller da drüben noch bauen, hä? Da kann er mir hier ein bisschen Holz auch weghacken. Ja, also keine so schlechte Idee. Ja, der findet Holz. Oder auch nicht. Da hat zwar unser Holzfäller ein bisschen weiten Weg von seinem Haus nach dahin, aber... sollte klappen noch irgendwie. Okay, unser Goldschmied findet von selbst keine Goldnuggets mehr. Ach, das ist Das ist jetzt kacke. Jetzt habe ich seinen... Fortschritt abgebrochen. Okay. Halb so wild. Was wollte ich eigentlich aus dir machen? Weißt du was? Ich habe eine Idee, was ich mit dir mache. Also erstmal quartiere ich dich natürlich da ein. So, dass du Öl herstellst. Du hast den Weber erfunden, das ist gut. Holzfällerzelt ist fertig, das heißt, du musst mal umziehen. Nee, ich sehe wirklich nicht, dass da mehr Soldaten, also mehr Indianerfeinde kommen. Also wahrscheinlich haben sie wirklich kein Zelt. Thank you.
Das Problem, der braucht recht lange, um Bogenmacher zu werden. Träger, du arbeitest wieder hier. Du machst Schuhe. Neun Paar erstmal. Und wo ist mein Träger, der hier wohnt? Da. Du hilfst erstmal hier mit. Ja, war eine gute Idee, Holz direkt an der Quelle hier noch zusätzlich zu produzieren. So, du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Dann stellen wir noch 5 Bögen her erstmal. So, als nächstes brauchen wir eine Kaserne. Kaserne mit einem Zweifamilienhaus. Ja. Und mindestens einem Wachturm. Sobald wir die bauen können. So. Baut Kaserne, baut Zweifamilienhaus. Wenn es sein muss, holzen wir ein bisschen Holz hier weg. Na, hier oben ist auch noch ein schöner Wald gewesen, ja. Du kriegst langsam deine Erfahrungspunkte. Nee, du musst jetzt beim Möbel machen bleiben. Oh. Du hingegen bist erstmal wieder Goldschmied. Boah, du kannst trainiert werden. Du machst jetzt mal wieder Töpfe, nämlich 9. Du hast Eisenschmelze erfunden, gut. Das war das falsche Gebäude. Nee, da findest du kein Holz wieder. Nicht?
Und die Schwertschmiede. Ah, die Schwertschmiede ist klein. Das heißt, wir können unsere Rüstungsschmiede auch näher ranbauen. So. So, stell noch 5 Paar Schuhe her und danach solltest du mal wieder jagen gehen. Auch wenn wir viel Nahrung haben. Du kriegst einen Sohn. Du kriegst einen Sohn. Und du kriegst ein Mädchen. Du gehst in die Schule. Du das Werkzeugschmied. Jetzt sind wir auch auf dem Weg, dass wir militärisch effizient werden. Eisenschmelzer. So, du wirst als erstes Waffenschmied. Oh, du holst Stein von da unten, auch gut. So, Kaserne ist fertig. Kinder sind da, unterwegs. Nahrung wächst immer mehr. Bier auch. Jawohl, hat Bogenmacher gelernt. Das heißt, jetzt wieder nicht Werkzeugschreiner, Tischler, 13 Bögen und nur 10 Wappenröcke. Tempel steht schon eine Weile leer, aber wir haben ja genug Öl gerade. Dein Arbeitsbereich ist groß genug, um weiter Pilze zu sammeln. Du hast die Warenmenge hergestellt, das heißt du, Holz. So, Verteidigungsturm. Kann ich natürlich da gerade nicht platzieren in der Gegend, weil kein Wikinger dort ist.